Moin Moin! Ich begrüße euch auf meinem Kanal. Heute beginnen wir ein neues Endlosspiel Anno 1800 Land der Löwen. Ich habe da schon eine Reihe angefangen als Stream auf Twitch. Könnt ihr euch auch mal schauen, müsst ihr auf meinem Twitch-Kanal gehen. Aber hier mache ich jetzt eine eigenständige Folge auf YouTube, wo dann wöchentlich neue Folgen zu erscheinen werden. So, fangen wir an. Wie sieht er denn aus, der? Wie nehmen wir denn? Wir nehmen einfach hier, nehmen wir ihn hier, Oscar. Unser Logo. Nehmen wir die Colts oder die Pistolen, Farbe, blau. Ich werde mit allen DLCs spielen, also mit allen Inhalten. Also ich bin zwar kein Freund von Die Passage, aber wir werden einfach alles mitnehmen. So, es wird eine längere Reihe auf jeden Fall. Da könnt ihr euch schon mal darauf einstellen. Die wird länger dauern. Ja, wie gesagt, ich versuche jedes Wochenende eine neue Folge reinzustellen auf YouTube, auf dem Kanal, dass das dann hier auch weitergeht. So, ich glaube, das kann so bleiben. Mit wem spielen wir denn? Die möchte ich nicht, die tauschen wir mal aus. Tja, wen nehmen wir denn? Oh ja, ja, nimm mich. Wir erkunden. Nee, komm her, ich nehme. Wir nehmen George. George Smith. Dann haben wir Beryl. O'Mara. Und Riley. So, die Händler, die lassen wir auch. Piraten. Mittel. Aus. Naja, aus ist auch doof, ne? Wir lassen es auf dem Mittel stehen. So, Einkommen ist hoch. Baukostenerstattung volle. Jawohl. Startbedingungen. Flaggschiff. Das machen wir auch. Wir machen Flaggschiff. Konto aus. Das lassen wir. So, Siegbedingungen. Naja, haben wir nicht. Das wird ein Endlosspiel. So, fangen wir an. Ich hoffe, es funktioniert vernünftig. Als ich gestreamt habe, ist das Spiel abgestürzt. Ich weiß nicht, woran es lag. Also. Und viel gesehen haben wir im Stream ja auch nicht vom Land der Löwen. Das haben wir mal leicht angespielt. Aber ich werde hier in der Reihe jetzt Folge für Folge werden wir uns ein Ziel setzen, was wir dann erfüllen und nicht immer hin und her springen, weil irgendwann kommt da keiner mehr hinterher und weiß, was zu tun ist. So. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Wir starten. Eine neue Insel entdeckt. Die hat natürlich gleich kein Hopfen, nichts. Halt mal. So. Bereit für neue Befehle. Ein Konkurrent hat eine Siedlung. Ja, der hat die Insel ja gleich besiedelt, aber die finde ich nicht so gut, muss ich sagen. Kartoffel, Getreide, Salpeter, Trauben. Wir haben keinen Hopfen. Das ist natürlich doof, ne? Weil Hopfen brauchen wir ja doch relativ früh. Hier hätten wir Hopfen. Warte mal, dann werden wir das dann. Hier haben wir auch Paprika. Machen wir nämlich anders. Komm mal her hier. Wir besiedeln hier. Wir müssen nur mal gucken, wo wir besiedeln. Hier. Zack. So. Aber hier haben wir Öl. Ist auch doof eigentlich. Ich finde die gar nicht mal so geil hier, die Insel.
Neuankömmling, so wie einst der alte. Willi stellt sich vor. Hat eine Siedlung errichtet. Oh Mann, ey. Das fängt schon wieder gut an hier. Koordinaten eingezeichnet. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, immer welche Insel ich besiedeln soll. Also jedes Mal selber, wenn ich ein neues Spiel starte. Und dann habe ich das Gefühl, ich denke dann, die Konkurrenz hat mir schon die besten Inseln hier weggeklaut immer. Ich halte nicht alle Menschen für schlecht. Warten wir ein wenig ab und sehen. George Smith stellt sich vor. Sind unterwegs. Reizend, dich hier zu treffen, Schätze. Ja, die stellt sich auch vor. Super. Pass immer gut auf. Dann bleibt mir ja nicht mehr viel, dann bleibt mir ja nur noch hier, die Insel. Weil ich denke mal, das werden die größten Inseln sein, ja. Das sind doch nur so kleine. Ja, dann bauen wir hier unser Konto hin. Siedeln dann rüber. Nein. Nur wo ist er jetzt? Oh, komm, mach. Die bauen hier, guck mal, wie die hier schon bauen. Und ich habe meine Insel noch nicht mal besiedelt. Also das ist schon wieder ein Anfang komplett für den Arsch hier. Wir gehen hier hin. Mal schauen, dann bauen wir unsere Siedlung vielleicht hier vorne und ziehen die nach hier hinten raus. Also optimal ist die Insel hier auf keinen Fall. Weil da steht mal fest. So, aber wir haben halt ein bisschen was. Wir haben Lehm, wir haben Eisen, wir haben Zink und wir haben noch ein paar Ölquellen, die wir dann später im Endgame brauchen werden. So, lass uns mal schauen. Wir ziehen erstmal den Marktplatz. Ja, das gefällt mir hier alles nicht, dass hier überall Lehm mit drin ist und ich weiß nicht. Die ist zu klein, die Insel. Die ist zu klein. Nützt aber nichts. Ich werde die jetzt hier hinbauen. So. Dann werden wir erstmal unsere Straße hier rumziehen. Dann werden wir mal gucken. Wo ist unser Konto? Hier unten. Und was wir versuchen werden, ist ein wenig schön bauen. Das werden wir mal versuchen, ob wir das hinkriegen. Bauen wir nämlich gleich doppelt hier. Ich glaube, später im Endgame wird uns das so ein bisschen, wenn wir die Bahnschienen bauen müssen. Jawohl, jetzt wird gebohrt. So, Moment mal, warte mal, wir haben 30. Sie haben ein neues 18. Dann werden wir jetzt unsere Holzfällerhütten standesgemäß bauen. So, eins. Bauen wir gleich zwei.
Straßen. Ein Lagerhaus und noch ein Sägewerk erstmal fürs Erste. So. Da kann die Produktion hier nämlich anlaufen. Und wir werden im Blaupausebetrieb unsere Bauernhäuser weiterziehen. Müssen wir mal schauen, wie wir am besten hinkommen. Also ich baue in der Regel Dreierblöcke. Sieht ein bisschen sauberer aus, ein bisschen geordneter. Aber da wir auch versuchen, unsere Stadt ein wenig schön und ansprechend zu bauen, hier in der Mitte will ich ein paar Bäume noch pflanzen. Eventuell nehme ich die später weg, wenn es nicht hinhaut. Mit den Gleisen, mit den Bahngleisen, die wir dann noch bauen werden, müssen wir mal sehen. Also wir werden hier schon Zeit investieren in das Gameplay hier. Und ich habe auch mal wieder Bock drauf, muss ich sagen. Ich habe lange Zeit kein Anno mehr gespielt. War einfach. Hatte keinen Bock. So. Ja. Hat man ja manchmal. Wenn man zu viel von einem Spiel spielt, dann ist man es leid. Dann kann man es nicht mehr sehen. Dann muss man erstmal eine Weile Pause machen. So war es bei mir auch hier bei Anno. So. Jetzt bauen wir erstmal weiter aus hier. Wir haben nämlich ein wenig Holz zur Verfügung. Nur ich merke gerade, ich bin auch doof. Ich ziehe jetzt alles nach unten. Ja gut, hier geht das noch. Dann muss ich hier eine Lücke lassen irgendwo oder hier für Kirche und Feuerwehr und wie es alle heißen. So, habe ich schon was Neues? Ne, Fischer habe ich auch noch nicht. Holz haben wir noch. Da können wir noch mal ein bisschen hochziehen. Da bauen wir noch mal welche aus. Weil wie ich vorhin schon sagte, ich streame auch auf Twitch, wie ihr auf meinem Kanal auch nachlesen könnt. Und wenn ihr da Bock habt, bei anderen dabei zu sein, dann könnt ihr das gerne tun, würde ich mich freuen. Auch wenn ihr ein Abo da lasst und ein Follow auf Twitch, würde mich wirklich sehr freuen. So. Fischerei. Ne, kein Blaupausenmodus. Können wir so machen gleich. Reicht da einer erstmal fürs erste, würde ich sagen, ja. Verbinden hier die Gumpel. So. Habe ich denn schon? Ich dachte, ich hätte schon ein paar Bäume oder sowas. Hier für meine Dings nach oben. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Naja, wir fangen ja langsam an, ne? So, wie sieht's denn aus? Grundversorgung, Klamotten. So, jetzt geht's los. Klamotten wollen die. Hier haben wir unsere Dings. Hier hinten ist Eisenvorkommen, dann könnte ich ja hier Verarbeitungsstätten machen, hier Produktion, weil hier ist ein bisschen mehr Platz. Aber ich habe ja, wie gesagt, ich habe allgemein nicht viel Platz auf der Insel. Ich finde, die ist nicht optimal. Das hätte ich schneller sein müssen. So, erstmal Klamotte. Klamotten. Machen wir die Felder hier, ne? Zack. Das war eins. Nehmen wir nämlich noch eins. Zack. Bauen wir so eng wie möglich. Zack. So. Na. Verarbeitungsstätte. Eins. Zwei. So, das läuft jetzt an. Dann haben wir die Klamotten.
Fisch ist versorgt. Ja, so. Das sind ja hier Luxusbedürfnisse. Jetzt im Moment brauchen wir das, glaube ich, nicht. Ihr könnt mir auch gerne Tipps da lassen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich lese sie durch. Das verspreche ich euch. Ich werde alle Kommentare lesen und auch beantworten. Also ich bin offen für Tipps zum Städtebau oder zur Spielweise, wenn ich effektiver spielen kann, könnt ihr mir gerne ein paar Tipps da lassen. So. Hier brennt's. Mach hin, der Feuerwehr. Komm. Wo sind bloß meine Kinder? Oh. Oh, die sind ja schon da, die Jungs. Ich baue auch weiter aus. Ich überlege gerade, ob es vielleicht auch sinnvoller gewesen wäre, wenn ich unten zwei Straßen gebaut hätte. Ich weiß gar nicht, macht man das? Machen das die Anno-Cracks? Wenn ich mir hier noch eine hinziehe. Wir können es auch mal angucken. Wir können es ja immer noch wegnehmen. Ne? So ist das ja nicht. So. Oder lassen wir daneben einen frei. Ist auch verschenkt eigentlich. Nee. Das lassen wir jetzt mal so. So sind die abgefackelt hier oder was? Nee. Kleidung steht. Esserei. Fisch wird nicht reichen. Na gut, war aber klar. Aber es soll auch kein Problem sein. Da rüsten wir einfach nochmal nach hier. So, ich werde die Folgen werde ich auch nicht allzu lang machen. Ich denke, wir werden hier 30 Minuten Folgen machen. Und dann geht's dann so weiter. Weil ich will keine Stunde machen, das guckt sich auch kaum einer an, wenn ich eine Folge auf eine Stunde ziehe. Die Feuerwache fotografieren, aber sicher. Halt, halt. Jawohl. Fantastisch. Eifrig wie eine dreibeinige Ziege. So, guck mal. Wenn ich jetzt hier so ein bisschen. Das sieht doch bestimmt ganz gut aus, oder? Wenn ich so jeden zweiten nehme hier. Zack. Zack. Also jetzt nicht bis runter zum Kontor, aber jetzt hier, wo unsere Siedlung steht, da machen wir das nämlich mal. Wenn wir hier noch die Zeitung rausbringen, das machen wir auch sofort. Hoch erfreut sie kennenzulernen. Und die Wahrheit oder etwas ganz so öffentlich. So, dann machen wir jetzt in den Zwischenräumen. Was haben wir denn hier noch? Da können wir auch mal so einen Brunnen machen. Hier ein, da ein, da ein, hat jeder ein. Einen Apfelbaum hier. Zack. Zack. Sie haben an Einfluss. Zack, 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 zack. Was haben wir noch? Ein bisschen Gebüsch hier. So. So sieht das Ganze ein bisschen grün aus. Ich glaube, dann sieht es auch später, wenn wir ein bisschen ausbauen, dann hat das schon was. Ja, ich bin eigentlich kein Schönbauer. Ich bin mehr so der, ist mir eigentlich Latte, wie das aussieht. Hauptsache es funktioniert. So meine Produktionsketten und das alles.
Das Lager ist voll. Was los hier? So, dann können wir ja mal ein Wirtshaus für die Jungs und Mädels bauen. So, das meinte ich jetzt. Jetzt muss ich nämlich mal schauen. Ich hab so weit rausgezogen jetzt. Aber hier werden die noch abgedeckt. Oder ich gehe hier runter, weil hier habe ich noch die Möglichkeit. Ich könnte auch hier einen Cut machen und dahinter weitermachen mit denen. Warte mal, dann machen wir das nämlich auch. Dann nehmen wir mal hier die Straßen weg. So. Verbinden die hier durch und setzen unser Wirtshaus nämlich hier hin. So sieht das schon ein bisschen besser aus. Dann gehen wir jetzt nämlich hier weiter. So. So. Ja, ist doch gut. Schreit doch nicht gleich rum. So. Zack. Alkohol. Warum fühlt sich denn Alkohol? Ich hab doch gar keine Alkoholproduktionskette oder was? Nö. Hier läuft alles. Hier auch. Hier ist wahrscheinlich. Ist das schon zu wenig? Nimmt zu. Nö. Nimmt alles zu. Da werden wir jetzt aber noch Alkohol bauen. Nein. Nein, habe ich jetzt nicht. Und zwar werden wir Kartoffelacker anbauen, aber ich muss mal gucken. Kann ich die hier hinten hin? Das wäre ja auch doof, ne? Wie viel brauchen wir denn? 2 auf 2 Schnapsbrennereien. Oh. Warte mal, wir gucken mal. 72 Felder, das ist halt nicht so viel. Ne? Dann ziehen wir das nämlich hier hinten hin. So, dann machen wir hier noch eine hin. Das ziehen wir auch hier hoch. Zack, zack. Und dann. So. So sieht das ein bisschen geordnet aus. Der passt nämlich noch hier hin. Und eine packen wir da hin. Dann können wir hier nämlich noch eine Straße runterziehen zum Kontor. So. Das läuft an. Sehr schön. Ja gut, der hat noch keine Ware. Gut, das dauert noch ein bisschen. Ich hoffe, ich schränke jetzt meine Holzfällerhütte hier nicht ein. Aber nö, die rennt mit 100%. Okay, das ist gut. Das ist gut. So. Ich kann auch wieder aufstocken hier das Ganze. Damit ich dann auch aufsteigen kann zu, ich glaube, die nächste Stufe wäre Bürger, ne? Ich glaube, ja. So. Wir fahren auch noch Minus. Aber das legt sich mit der Zeit. Das ist überhaupt kein Problem. Unsere Arbeitskraft steigt. Wir sollten dann bald aufsteigen können. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Er kann auch mal so ein bisschen erkunden. Ja, Fisch sind wir voll. Klamotten nehmen wir zu. Alkohol nehmen wir zu. Ist doch alles top. So, Blaupause. Und wir werden schon mal ein paar neue Bauernhäuser ziehen. So, wir lassen aber Platz.
Und zwar, die beiden Blöcke werden wir freilassen. Weil der eine Block, ja. Er hat mir zu wenig. Wir gehen nämlich hier weiter. So. So, dann kreise ich das schon mal ein. So. Und hier können wir dann Kirche oder Krankenhaus, Polizeistation, keine Ahnung, was noch. Das können wir uns da reinsetzen. Dann gehe ich nämlich hier jetzt weiter. Andere Seite machen wir das dann genauso. Wir werden dann später sowieso noch alles wieder abreißen, neu platzieren, weil das halt machen müssen, damit wir Platz haben für den Palast der Macht, glaube ich, der dann noch kommt. Und da ich ja zu Anfang schon sagte, unsere Insel finde ich eh scheiße, von der Aufteilung her, ist das nicht so optimal. Da war ich ja zu langsam. Wird das sowieso kommen, denn, dass wir umbauen müssen. Also ist das nicht so wild. Oh, jetzt brennt das schon wieder. Mann, was ist denn hier los? Was kokeln die denn? Kann nicht sein. So, hier hinten müssen wir noch. Halt, Dreierblöcke wollten wir. Und hier können wir dann auch halt noch was reinbauen. Müssen wir mal schauen. Aber ich denke, die kann schon ganz hübsch werden, hier unsere kleine Stadt. Ich weiß auch gar nicht, weiß man, was als nächstes kommt? Nee, warte, da gibt es, glaube ich, noch keine Infos zum nächsten Anno. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Obwohl ich sagen muss auch, das ist für mich das beste Anno hier nach. Obwohl 1404 oder die stehen auf einer Stufe. Also die beiden sind schon top. Die anderen, diese Zukunftsspiele, waren nicht für mich. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So. Wir haben unsere ersten Arbeiter. So. Wunderbar. Die nächste Stufe ist geschafft. Und ich würde sagen, dann beenden wir diese erste Episode auch hier. Und wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach oben. Macht's gut.